Ja, das Entscheidende ist, alles, was man da besitzt, ist ja eigentlich nichts mehr wert. Also seine Wohnung ist nichts mehr wert, seine Autos, die man hat, alle festen Besitztümer, die man hat, die sind von einem Moment auf den anderen nichts mehr wert. Das heißt, was macht man? Man packt also erstmal sein Erspartes ein. Die Frauen auch noch gerne natürlich ihren Schmuck. Also alles, was irgendwie was wert ist, was transportabel ist. Man hat ja nur eine Tasche, die man einpacken kann. Dann Kleidung natürlich für die Flucht und ich glaube, der allerwichtigste Gegenstand, das Smartphone. Ja? Also Smartphone ist wichtig für die Kommunikation später mit denen, die zurückbleiben. Aber ein Smartphone ist auch das Gerät, in dem sozusagen das gesamte alte Leben abgespeichert ist. Also man kann ja keine Fotoalben mitnehmen, sondern man nimmt das alte Leben, ist gespeichert auf diesem Smartphone. Ja? Und man fotografiert dann vorher nochmal alle wichtigen Dokumente ab, die man hat, Zeugnisse, Besitzurkunden und ähnliches. Also alles, was das alte Leben ausmacht, versucht man auf diesem Smartphone zu speichern. Und das ist es im Wesentlichen. Man hat eine Tasche, die man mitnehmen kann. Ja, wir haben ja eine Situation im Moment, in der 4 Millionen Flüchtlinge in den Nachbarländern tatsächlich leben. Also dazu gehört die Türkei, Jordanien und Libanon. Wir haben im Libanon eine Situation, in der jeder vierte Mensch im Moment ein syrischer Flüchtling ist. Also wenn ich mal das auf euer schönes Österreich umrechnen darf, das wären 2 Millionen Flüchtlinge in Österreich. Das ist die Situation im Libanon natürlich mit katastrophalen Folgen. Also die gesamte Infrastruktur des Landes ist überlastet, Krankenhäuser, Schulsystem. Wir haben alleine im Libanon eine 500.000 schulpflichtiger syrischer Flüchtlingskinder, von denen 2 Drittel nicht zur Schule geht, weil es halt keine Plätze für sie gibt, obwohl man schon in 2 Schichten im Libanon arbeitet. Aber was ist das sozusagen für eine Zeitbombe, die man da sich heranzüchtet? Ja, eine ganze Generation in der Türkei, aber auch 400.000 syrische Kinder, die nicht in der Schule sind. Eine ganze Generation an Syrern, die da praktisch vor die Hunde geht, die da verloren geht. Also eigentlich die Generation, die irgendwann ihr Land wieder aufbauen sollte. Und dafür werden wir noch einen teuren Preis bezahlen, weil das ist eine Generation, die man leicht radikalisieren und manipulieren kann, natürlich später auch. Also das wird eine echte Zeitbombe, wenn man das nicht in geregelte Bahnen bringt. Was ich hier problematisch finde, glaube ich, ist vor allem, dass wir wahnsinnig viel Zeit verschwenden. Die Realität rollt ja sowieso über uns drüber. Also ich habe noch nie eine Zeit erlebt, in der die Realität die Gesellschaft und die Politik vor sich hertreibt, so vor sich hertreibt, wie wir das im Moment erleben. Das heißt, viele Diskussionen, die wir in Österreich geführt haben, wirken heute vollkommen bizarr. Wir hatten, das ist gerade mal ein Jahr her, da haben wir noch darüber diskutiert, dass Österreich 500 syrische Flüchtlinge aufnimmt und, wenn es geht, Christen. Was ist das? Also das ist ja heute ein Hohn, wenn man über diese Diskussion nachdenkt. Wir haben unheimlich viel Zeit verschwendet mit schwachsinnigen Diskussionen. Wir tun es immer noch. Wir diskutieren immer noch über das, ob wir Flüchtlinge aufnehmen, obwohl das überhaupt gar nicht zur Diskussion steht, weil die Flüchtlinge kommen, ob wir das wollen oder nicht wollen. Und die Verzweiflung auf meiner Seite des Mittelmeers ist immer ein paar Zentimeter höher als der höchste Zaun und die höchste Mauer, die man ziehen kann. Das heißt, sie kommen sowieso. Und die Frage, wir sollten aufhören, unsere Zeit mit dem Ob zu verschwenden, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren, wie. Und für mich ist es einfach eine Frage, ich betrachte das Ganze eher so als einen Prozess. Ja? Für mich ist die Frage, scheitern europäische Gesellschaften oder Österreich an dieser Herausforderung oder wächst man daran? Das ist eigentlich die einzige Frage. Und wir sollten endlich aufhören mit diesen schwachsinnigen Ob-Diskussionen, die wir in ein paar Monaten schon wieder lächerlich finden werden, genauso wie die 500 Flüchtlinge, hauptsächlich Christen, die wir damals geführt haben, und uns wirklich auf das Wie konzentrieren, weil da läuft uns tatsächlich die Zeit davon. Das ist sicherlich kein falscher Ansatz. Ja, also man unterstützt die Länder sozusagen, die einen Großteil der Flüchtlinge aufgenommen haben, also in diesem Fall eben auch die Türkei, damit diese Aufnahme in geregeltere Bahnen kommt. Das ist aber nur ein richtiger Ansatz, wenn man gleichzeitig auch dann einen Teil der Flüchtlinge sozusagen in geregelten Bahnen übernimmt, dass sie auf legale Art und Weise von der Türkei dann nach Europa kommt. Das ist ja ein zweigleisiger Ansatz, ja? Weil das ist letztendlich die beste Bekämpfung des Schleppertums. Das Schleppertum ist eine Geschichte von Angebot und Nachfrage, nichts anderes. Das heißt, wenn es legale Wege gibt, nach Europa zu kommen, dann ist es auch das Ende des Schleppertums. Also es ist durchaus kein falscher Ansatz, sozusagen die Türkei finanziell zu unterstützen, gleichzeitig ein bestimmtes Kontingent von der Türkei abzunehmen, die dann eben nach Europa kommen. Das war's schon? Ach Ja, so, die Zeit gut. ist schon Ich bin gerade mal vorbei. warm gelaufen.